Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Mirror's Edge Catalyzed. Wir starten heute mit der Mission Familienangelegenheiten. Ja, schön, was hier steht. Irgendwas mit Dummen und... Wow. Okay, unsere Aufgabe ist heute, verschaffe dir Zugang zum Mallow's Art Museum. Das machen wir doch gerne. Rein geht's hier. Und runter. Halt dich am besten von ihnen fern. Es wird Zeit, mich ihnen zu stellen. Okay. Ja, das wird jetzt keine ganz so lange Folge. Die Folge ist leider auch noch nachsynchronisiert, weil ich ja erzählt hatte, dass die Aufnahme ein bisschen gesponnen hat. Und ich muss sagen, habe ich mir richtig dumm angestellt. Deswegen habe ich es für euch auch alles rausgeschnitten, was irgendwie blöd, wo ich mir richtig blöd angestellt habe. Ist immer ein bisschen praktisch, weil ja, ich hing da so bestimmt 4, 5, 6 Versuche dran. Und ich war dann so richtig angepisst wieder danach. Und wenn ich dann so richtig angepisst bin. Ein Luftiger released. Dann habe ich da mal keinen Bock mehr drauf. Achso, ja, stimmt. Ich bin hier mal eine kurze Runde unten gegangen. Dann habe ich gedacht, yo. Oh mein Gott, Radium will ein neues Update haben. Ich bin dann noch 5 Mal gestorben. Oh shit. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu viel Zeit in Anspruch nimmt. Ah nein, ich habe die Folge sowieso schon gekürzt. Ich habe hier am Ende dann was weggeschnitten, weil ich da sowieso gefailt habe und alles und... Ja. Ja, das war wieder so weit, wo ich denke. Ich bin übrigens eine der glücklichsten Weiber auf Erden heute. Und zwar, mal ein bisschen Schleichwerbung, war ich bei einem ziemlich bekannten Supermarkt. Aber ich habe gestern, heute ist Montag bei mir, habe ich gestern irgendwie so die Zeitung mir angeguckt, was da irgendwie jetzt im Angebot diese Woche sein wird. Und ich habe was Geiles gesehen. Und habe gedacht, scheiße ey, da musst du heute unbedingt hin. Und das habe ich dann auch in Angriff genommen. Ich hatte von 8 bis 12 Uni und hatte dann von 12 bis 14 Uhr frei, weil ich von 14 bis 16 dann nochmal eine Vorlesung hatte. Und bin dann halt hin. Und hab dann groß eingekauft. Ich habe mir einen ganz kuscheligen Plüschpullover gekauft. Einen recht süßen Pyjama, meiner Meinung nach. Aber das Geilste ist, ich habe Mutzi. Und ja, ich hoffe, dass jeder von euch jetzt richtig neidisch sein wird auf mich. Ganz ehrlich. Ich wollte schon immer mal ein Onesie haben, ne? Also es ist hier so ein Einteiler, das Overall. Und das ist halt, natürlich sieht man tendenziell behindert aus. Ist mir aber scheißegal. Und ich wollte ihn halt, wie gesagt, unbedingt haben. Mein Papa hat mir das aber nicht erlaubt, dass ich mir einen zulege. Was ich ziemlich schade fand. Er hat gesagt, das verbiete ich dir. Wenn du, solange du bei mir zu Hause oder solange du zu Hause wohnst, ist dir das verboten, so einen Einteiler bei mir zu Hause zu tragen. Da war ich ja ziemlich traurig. Und habe mich dann auf meine Studentenzeit gefreut. Das Problem ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nehmen wir jetzt das beste Beispiel, irgendwie Hunkemöller. Hier haben wir auch welche. Da kosten die einfach so 40 Euro. Und ganz ehrlich, ich sehe es nicht ein, für einen Einteiler 40 Euro auszugeben, wo ich dann am Ende sage, naja, ich trage die nur, wenn ich halt zu Hause bin. Ich muss damit nicht gut aussehen. Ich muss damit einfach scheiße aussehen. Halt so richtig Gamerspasten habt. Da war ich verwirrt, wo ich lang muss. Aber ich habe dann gesehen, ah, jo, hier geht's hoch. Und dann ging es weiter. Und da habe ich kurz gedacht, ah, okay, vielleicht ist mir einfach da lang. Heute ist Montag. Ich habe bisher noch nicht so starke Kopfschmerzen, muss ich sagen. Weil Montag, ich habe irgendwie, ich gehe da halt irgendwie, muss ich da halt immer noch so viel woanders mit hinlaufen. Und die, keine Ahnung, da ist anscheinend so stickige Luft und alles. Ich komm wirklich Montag meistens an und habe Kopfschmerzen. Und das ist halt echt scheiße. Also. Es sind ganz schön viele Wachen, die mir gerade auffällt.
Ich habe mir überlegt, naja, Nita ist da alle um. Und dann habe ich geguckt, wo ich lang muss. Und gesehen, okay, ich muss hier nur lang. Wow, bin ich einfach draufgegangen. Dann habe ich gedacht, au, fuck. Ob ich mich da rumgedreht wäre viel geiler, wenn ich einfach von hinten gekommen wäre, genauso. Aber ich muss da hoch, ja. Irgendwie. Ach nee, ich muss da auf der anderen Seite hoch. Und tschakka. Oh, das war mies, das war richtig mies. Oh, tja, einmal gegen die Wand. Ja, komm, who cares. Warum kämpfe ich eigentlich so sinnlos, weißt du? Das kostet voll viel Leben und voll viel weh. Also mir tut es jetzt nicht weh, aber zumindest hier. Das kostet ja viel Zeit und alles. Könnte man anders nutzen. Es dauert halt irgendwie ein Stück, bis ich checke, da geht es glaube ich nicht lang. Sondern vielleicht sollte man sich mal nach einem optionalen Weg umschauen. Autsch. Uiuiui. Ging es mir jetzt aber ganz schön dreckig. So, dann sehe ich hier, aha, okay. Mache ich mir so, uiuiui, super. Ja, und ansonsten. Also voll lustig, weil ich habe heute also der hat halt auch mit mir jetzt angefangen, sozusagen, also jetzt mit Studieren ist jetzt auch Erstsemester, aber wir studieren nicht das gleiche, sondern anderer Studiengang. In den ersten Tagen waren wir halt auch recht viel zusammen unterwegs, also nicht zusammen jetzt unterwegs, sondern halt haben wir halt so eine kleine Gruppe und wir haben halt irgendwie so, ne? Aber ja, da war es halt irgendwie so, dass wir uns jetzt dadurch, dass er was komplett anderes studiert, halt, sagen wir mal, aus den Augen verloren. Und ja, und dann habe ich heute dreimal gesehen. Aber so, als ich über den Campus, glaube ich, gelaufen bin. Nee, immer wenn ich irgendwie zur Vorlesung gegangen bin. Und bei dem habe ich mir gedacht, oh mies, der ist so OP, deswegen rennen wir schnell weg. Und ja, also erst einmal halt auf dem Weg zu der einen Vorlesung, von der einen Vorlesung zurück, dann von der anderen, dann irgendwie in der Stadt, glaube ich, nochmal, und dann, als ich wieder auf dem Rückweg war. Ach nee, ja stimmt, einmal auf dem Rückweg, einmal auf dem Hinweg und einmal auf dem Rückweg, genau, jetzt weiß ich. Und ja, war ganz lustig, haben dann im dritten Mal, nachdem es halt wirklich dann dreimal waren, haben wir dann mal kurz angehalten, weil wir halt auch alleine waren, weil auf dem, die anderen beiden Male war er halt immer irgendwie in Begleitung, irgendwie. Naja, ist halt auch immer ein bisschen blöd, dann, weißt du? Sobald du da durch bist, musst du wieder ganz nach unten. Und deswegen habe ich da mich jetzt auch nicht großartig reingehangen und habe dann irgendwie ihn angesprochen oder so. Ich habe mir so gedacht in dem Moment, oh mein Gott, was ist, wenn die das noch nicht so programmiert haben, dass du da auch mit runterrutschen kannst oder so. Oder dass sich Faith da schon festhält. So, hier habe ich nochmal geguckt, ob ich noch irgendwas einsammeln kann. Aber auch nicht der Fall. Ich schau gerade mal, wie lange es noch geht. Sachen in Krugers Wohnung wurden durch den Aufruhr im Museum alarmiert. So wie es aussieht, wollen sie dich in der Lobby abfangen. Das können sie gerne versuchen. Ja, also wir brechen jetzt bei Kruger ein. Also wir gehen jetzt in sein Domizil. Und ich denke mir halt einfach so. Oh! Das war nämlich der. Problem ist, wenn du stehen bleibst, bist du halt echt am Arsch. Da habe ich mir überlegt, hä? Der ist ja voll mir ins Bild gesprungen. Also ich brauch halt wirklich ein bisschen Anlauf. Alter, besonders der haut mir gleich zwei Dings weg. Und das war so geil. Die haben sich gegenseitig Schaden gemacht. Das war echt fancy. Und jetzt. Das ist. Ich fieber da selbst jetzt noch mit. Und da bin ich irgendwie komplett falsch gesprungen, da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber die hatten sich jetzt ein bisschen verteilt. Ich laufe halt irgendwie immer gleich an dem Markt vorbei. Voll lustig. Oh, ich habe da nochmal gefailt. Oh mein Gott, das ist ja wieder schon so richtig peinlich. Weißt du, manchmal denkst du, oh, das ist doch nicht so schwer, Clara. Ich hätte es gefailt, wäre ich jetzt nochmal daneben gesprungen. Und da habe ich mir gedacht, so, nein, spring einfach, spring. Sobald du durch bist, kannst du eventuell den Aufzugsschacht nach oben klettern, um die Wohnung zu erreichen.
irgendwie so, ja klar. Es muss noch einen anderen Weg geben. So, sie labert da so schön geschickt rum. Da war ich mir unsicher, ob ich da lang muss. Haben wir dann so gedacht. Lauf, einfach nur lauf. Nein, ich dachte so, shit. Wo muss jetzt hin? Und dann waren die Teile unten. Da habe ich gedacht, okay, dann kann ich in die Teile springen. Wusste ich gar nicht mehr, dass ich da gar nicht da angesprungen bin. Ach stimmt, die hat mich dann auch geleuchtet. Und dann sage ich alle wieder G und fahre jetzt runter. Hey, oder hoch. Bist du im Hauptaufzug? Ja, schien mir die einzige Möglichkeit zu sein. Okay, es sieht so aus, als wärst du sicher. Zumindest vorerst. Gut, ich bin es nämlich leid, mich zu verstecken. Außerdem hat Kruger ohnehin nicht den blassesten Schimmer, warum ich überhaupt hier bin. Zumindest noch nicht. Plastic geht im Übrigen davon aus, dass sie sich in das System hacken und den Gridprint herunterladen kann, ohne dass er es bemerkt. Ich weiß, dass ich es kann. Er wird nie erfahren, dass wir ihn gestohlen haben. Aber Faith muss mich anklinken. So geil, ne? Möchte ich auch unbedingt mal haben. Sehr schick. Faith, du musst eine Verbindung mit Krugers persönlichem Terminal herstellen. Soweit wir es auf den Plänen sehen können, gibt es in der Wohnung auch ein Büro. Versuch es dort. Alter, wie schick und warum haben die so viel Platz und alles, ey? Ich möchte auch mal sowas haben. Ganz ehrlich, so eine Essinsel hat irgendwas, ne? So eine Essinsel. Boah, ey. So ein TV-Äthiopien, aber naja. Als Student kann man sich sowas nicht leisten. So, naja, gehen wir doch zur Konsole. Ich habe sein Büro gefunden. Nice. Setz die Shotgun ein, dann kopiere ich den Gridprint darauf. Okay, die Shotgun ist bereit. Ich stelle jetzt die Verbindung her. Wir haben ihn. Sieh jetzt zu, dass du da rauskommst. Faith Connor, du bist ja wirklich überall. Ich hätte dich gleich beim ersten Mal erkennen müssen. Du bist deiner Schwester sehr ähnlich. Sie weiß nicht einmal mehr, wer ich bin. Und das ist ihre Schuld. Ich habe sie aufgezogen, ihr eine erstklassige Ausbildung ermöglicht und sie gelehrt, Menschen zu führen. Kein Vater könnte mehr für seine Tochter tun. Aber sie ist nicht ihre Tochter, Kruger. War es nicht genug, unsere Eltern zu töten? Was war Cat für sie? War sie eine verdammte Trophäe? Ich habe sie gerettet. Du bist weggerannt, schon vergessen? Und der Tod deiner Eltern war ein tragischer Unfall. Damals herrschte Chaos. Ich war dabei. Sie hat ihnen die Stirn geboten und sie haben sie umgebracht. Deine Mutter war brillant. Sie weigerte sich aber, mit der Zeit zu gehen. Zum Glück jedoch lebt ein Teil von ihr in der Forschung weiter. Die sie dazu nutzen, um alle zu versklaven. Du weißt gar nichts und verstehst noch weniger, Faith. Hier stehen Dinge auf dem Spiel, die weit über dein kleines, egozentrisches Weltbild hinausgehen. Das ist dein Werk. Die einzige Sprache, die deinesgleichen versteht, ist Zerstörung. Bleib, wo du bist. Auf geht's. Drohnen in deiner Nähe. Vielleicht kannst du auf einer von ihnen nach unten fliegen. Oh, wie ein Drohnenflug. Yay. Drohnenflug. Das wird keine gute Idee. Halt dich einfach fest. Ich auch sagen, ne? Einfach festhalten. So, jetzt sind wir wieder unten. Ich bin unten. Abgeschlossen. Endlich. Das klingt doch mal äußerst erfreulich. Bring uns den Gridprint. Sobald wir den Reflection-Virus eingebunden haben, sollten wir startklar sein. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob irgendwie das bei mir... Ja, okay. Kuma findet es hier nämlich ein bisschen zu voll. Ich bin mir sicher, Icarus freut sich schon darauf, hier rauszukommen. Ah, stimmt. So, da habe ich gedacht... Oh, schön, da ist noch was. Ich war in dem Moment so mega verwirrt, so viel Glas und alles. Ja, wir sind jetzt entkommen. Es war ziemlich einfach, sagen wir so. Also, jetzt mit übelst langer Verfolgung gerechnet und so. Ja, da hätte ich mich einfach auch nur bücken müssen. Das habe ich dann auch hier gecheckt.
So, ich wollte mich schnell noch den Crit League einsammeln. Und dann geht es doch jetzt zurück, meines Erachtens. Oh, psalm. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob noch irgendwas ist, aber war nicht der Fall. So. Und dann habe ich gedacht, ach komm, porten wir uns schnell hin. Ist einfacher. Wenn wir da jetzt noch 5000 Stunden rumgammeln. Ja, zumindest, ich habe jetzt ein One-Scene. Ich bin so glücklich. Aber so chillig und so bequem ist einfach noch. So, Familienangelegenheiten. Mit Plastik sprechen. Es tut weh. Es tut mir leid. In einigen wenigen Fällen kann die Einnistung durchaus ein wenig unangenehm sein. So wie ein Jucken in meiner Wirbelsäule. Ein Jucken tut nicht weh. Du hilft angemessener Schmerz wird induziert. Nein! Ich hab den Gridprint. Los, gib ihn mir. Faith, wir müssen Krugers Gridprint mit der Nanitenabschaltung verbinden und das bevor die Shard einstürzt. Warum kümmert es uns, ob die Shard einstürzt? Weil Faith dort drauf muss, um den Virus einzuspeisen. Oh. Hey, wie fühlst du dich so? Das brennt. Falsches Statement, kein Aufruhr erkannt. Muss das sein? Wow, der Gridprint verschafft uns hier kompletten Zugang. Was wollt ihr wissen? Bekannte Omnislet-Agenten, neue Kruger-Death-Waffen, Projekt Ares. Erst Reflection. Konzentration. Kuma, das dürfte schnell gehen. Wir melden uns, wenn der Virus bereit ist. Faith, ist das okay? Wisst ihr, was mit Icarus passiert ist? Ganz ehrlich, kein Plan. Warum tut er irgendwie einen auf komplette Pussy machen? Also, ich weiß nicht mehr, ob ich irgendwie was vergessen habe, aber ich habe keinen Plan mehr, was da passiert ist. So, ich bewege mich jetzt noch hin, aber ich sehe dann erst in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Oh, ich habe gerade überlegt, mein Haar hochzumachen und ist mir aufgefallen, oh, ich habe schon Haarspange drin, die sind schon oben. Okay, das war nicht lustig. Das ist ganz schön ein langer Ladebildschirm, ey. Fällt mir gerade auf. Versuche zu variieren. Okay. So, wir sind jetzt hier. Müssen wir noch irgendwas hier uns anschauen oder so? So. Ah, hier haben wir doch noch was. Ah, nimm dir was dir gehört und vernichte es. So. Achso, stimmt, da habe ich mich. Ach, stimmt, das wollte ich auch immer noch mal. Oh, da ist noch was. Runner-Tech-Hintergrund, ja, bla bla bla. Das muss ich wirklich mal machen. Diese hässliches Emblem ändert, weil es so hässlich aussieht. Sieht tendenziell aus wie ein Spotttöpfel oder so. So, da ist, glaube ich, mir aufgefallen. Oh, ich bin falsch gelaufen, oder? Ja, das ist mir aufgefallen. Oh, ich bin falsch gelaufen. Dann habe ich mir so gedacht, oh, kein Wunder, dass du hier nicht weiterkommst. Habe gesehen, oh, da hinten ist es rot. Ups. Passiert das so typisch für mich. Erstmal komplett falsche Richtung. Das war auch so ein hässlicher Kampf. Immer wenn ich über dieses Feld laufe, denke ich an diesen Kampf und denke mir immer so. Nope. Weil einfach so blöd war und ich so Probleme bei diesem Kampf hatte. Ich bin so oft gespielt. Weil es ging alles, bis halt dieser letzte Spaten kam. Und danach war halt einfach Schicht im Schacht. Hey du, komm her. Voll erschrocken gerade, ey. So, wir sind jetzt auch gleich da und ich fange schon mal mit der Abmoderation so langsam an. Und zwar bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Wir machen dann in der nächsten Folge mit der Mission Fahrschein bitte. Und ja, bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss!